Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Ministerinnen, Senatorinnen, Abgeordnete des Rheinland-Pfälzischen Landtags, Staatssekretäre, Exzellenzen und geschätzte Mitglieder des diplomatischen Korps, Präsidentinnen und Magnifizenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hochverehrte Gäste. Viele sind es, viele, auf deren Engagement und Kooperationsbereitschaft, auf deren Wohlwollen und Kritik, auf deren Begleitung und Zuwendung nun tatsächlich in den verschiedensten Bedeutungen dieses Wortes, auf deren Zuwendung die deutsche Forschungsgemeinschaft und alle diejenigen angewiesen sind, deren Forschung sie fördert. Es ist daher eine große Ehre und ein ausnehmendes Vergnügen, Sie alle zu dieser Festveranstaltung begrüßen zu dürfen. Sie alle, die Sie in Bund und Ländern die Zuwendungsgeber repräsentieren, die Sie die Mitgliedschaft der Deutschen Forschungsgemeinschaft vertreten, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in tatsächlich unschätzbarer Weise in unseren Gremien und Begutachtungsverfahren ehrenamtlich engagieren, die Sie sich als Antragstellende, als Kolleginnen oder Freunde der DFG verbunden wissen, fühlen Sie sich alle sehr herzlich willkommen geheißen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sie wissen, es ist eine Einrichtung der Forschungsförderung. Mehr noch, sie dient der Selbstverwaltung und Integration von Wissenschaft in Deutschland. Ihre Jahresversammlung und Festveranstaltung bietet daher immer wieder besondere Gelegenheit zum Gespräch über Grundfragen der Forschung und Prinzipien ihrer Förderung. Und so ist es auch in diesem Jahr. Und zwar umso mehr, als jene weitreichenden Entscheidungen der Regierungschefs von Bund und Ländern ja nur wenige Tage zurückliegt, mit welcher diese, die Regierungschefs Bund und Länder, eine zusätzliche Finanzierung der Spitzenforschung an deutschen Universitäten in die Zukunft fortsetzen. Mit der Verabschiedung des neuen, nun Exzellenzstrategie genannten Programms haben Bund und Länder jene lange erwartete Entscheidung getroffen, die im Wissenschaftssystem auch an dieser Stelle in den letzten Jahren wiederholt angemahnt worden ist. Endlich, darf man sagen, haben wir einen Rahmen, der zwar noch auszugestalten ist, der indes gleichwohl jene Verbindlichkeit und Verlässlichkeit schafft, ohne welche sich universitäre Spitzenforschung nicht wirklich gut entwickeln kann. Das ist gut und wichtig. Es wird daher von den deutschen Wissenschaftseinrichtungen mit großer Erleichterung begrüßt und gewiss auch von der Mitgliederversammlung der DFG morgen entsprechend gewürdigt werden. Zugleich wissen wir allerdings, der politische Aushandlungsprozess zur Exzellenzstrategie ist zum Abschluss gebracht. Deren erfolgreiche Umsetzung verlangt nun aber, dass Bund, Länder und Wissenschaftsorganisationen in verantwortlicher Weise eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, woran vielleicht nicht unentwegt erinnert werden, was aber doch im konkreten Handeln anerkannt werden muss. Die Förderung von Forschung und Universitätsentwicklung ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir sind nicht allein deswegen. Wir sind darum sehr dankbar, dass Sie, sehr verehrte Frau Ministerpräsidentin, dass Sie, verehrte Frau Bundesministerin Wanka, dass Sie, verehrte Frau Senatorin Quante-Brandt, dass Sie diese Festveranstaltung durch Ihre Anwesenheit und dadurch ehren, dass Sie sogleich auch das Wort an Sie richten werden. Der Stellenwert, welcher Wissenschaft und Forschung in der Politik von Bund und Ländern zukommt, der darf ja ruhig auch öffentlich erkennbar sein. Und er wird es auch dadurch, dass wir Sie, lieber Herr Minister Wolf, heute Abend hier sozusagen im neuen Amte herzlich begrüßen dürfen, zusammen mit Frau Ministerin Ahnen, nun für Finanzen zuständig, aber eine, wie soll ich sagen, bewährte, seit vielen Jahren bewährte, kritische Freundin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und mit gleicher Freude begrüßen wir auch Sie, liebe Frau Ministerin Hubig, und den ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes, Herrn Beck. Seien Sie alle sehr herzlich willkommen. Applaus
Lieber Herr Kollege Krausch, Ihnen und Ihrer Universität gilt unserer, auch mein persönlicher Dank dafür, dass Sie mit Ihrer Einladung und Unterstützung diese Jahresversammlung der DFG hier in Mainz möglich machen. Die Stadt, schon ja zu Johann Gensfleischs Zeiten ein Ort der revolutionierenden intellektuellen und technischen Neuerungen. Die Stadt kann seit nunmehr 70 Jahren mit, so darf ich sagen, berechtigtem Stolz auf Ihre Universität gucken, lieber Herr Oberbürgermeister Ebling. Vielleicht mit nicht geringerem Stolz als auf ZDF und Fastnacht. Weiter zurück in die Vergangenheit als die Geschichte des Fernseh- und des Druckmediums und noch zu ganz anderen Migrationsformen als denjenigen der Rosenmontagsumzüge der Mainzer Fasenacht. Noch weiter führt uns der heutige Festvortrag. Voller Freude begrüße ich deswegen Sie, lieber Herr Partzinger, recht herzlich. Sie werden über Mobilitäten und den Wandel der Kulturverhältnisse im eurasischen Steppenraum im ersten vorchristlichen Jahrtausend sprechen und uns so neben allem anderen gewissermaßen daran erinnern, dass seit je das europäische Denken mit dem Vagieren ziemlich eng verbunden war, dass man immer wieder räumliche Mobilität und intellektuelle Beweglichkeit als einander wechselseitig steigernde Dynamiken begriffen hat und sehr zu Recht. Vielen Dank also schon im Voraus für diese Mobilisierung unserer Erkenntnislust. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen einen anregenden, heiteren und einsichtsvollen Abend und darf nun zunächst das Wort an den Präsidenten der Universität übergeben. Lieber Herr Krausch, bitteschön. Applaus